Ha! Idiot. Hab dich. Aha. Aha. Leute, lacht mich aus, aber ich muss nochmal speichern. Halt! Jetzt kommt noch ein Taucher. Und der ist unangenehm. Aha. Nanu? Ich sagte, es kommt noch ein Taucher. Gut, dann halt nett. Ich weiß von nix. Tschüssi. So geht's natürlich auch. Und wir haben es wieder mal geschafft. Kein Medipack benutzt. Und speichern. Bis zum nächsten Mal, euer Slugsy. Ciao. So, willkommen, liebe Leute, der guten Slugsy-Unterhaltung. Mitten in der Nacht ist es immer wieder 23:30. Ich habe richtig Bock auf Tomb Raider zu zocken. Und wir sind im... im Wrack der Maria Doria. Ich darf wohl ohne zu übertreiben sagen, einer der härtesten Level. Zumindest für mich persönlich in dieser Challenge. Denn hier geht's also richtig zur Sache. Hier wird's richtig knapp für mich. Es fragt der Maria Doria ein sehr hinterfotziger Level, wenn ich das mal so scheiße so sagen darf. Kurz konzentrieren. Gegner. Harpunen-Idiot. Der Level ist deshalb... Du Ratte, komm zurück. Ich muss dich doch jetzt noch umbringen, Alter. So, zwei Schrotflintenschuss. War es mir jetzt auch wert. Scheißegal, Hauptsache der ist tot, ohne dass er mich trifft. Was ist jetzt? Ey. Hallo? 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 Ja, toll. Nee, da lässt mich jetzt auch... Toll. Ich hab, was weiß ich, so den einzigsten Glitch... Wand-Scheißdreck gefunden. Och, nee. Och, komm mir doch auf, ey. Sowas muss doch jetzt echt nicht sein. Geil, ey, weißt du, wenn es schon so losgeht, den habe ich so schön niedergestreckt. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich sagen wollte, typisch wie immer. Ach, ich lass mich ja einfach so leicht rausbringen. Komm, fangen wir halt einfach nochmal neu an. So, fragt den Maria Doria, alle haben Angst. Ah, Hilfe. Gut. Komm, Ratte. Wo bist du? Komm her, du Penner. Na? Lass mich raten, du hast dich wieder in deine Bude verzogen da drin, ne? Er hat mich Du Scheißkerl! Da! Nein, war auch falsch. Ah, kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Ne, das heißt nachher, ich würde nur bescheißen oder so. Nein, ich zeige euch alles. Den ganzen verblödeten Level. Um es mal freundlich auszudrücken. Komm, geh mir jetzt auf den Sack. Komm einfach nur her und lass dich erschießen von mir. Nara! Ich
wollte gerade sagen, entweder ich treffe jetzt nicht oder der will einfach nicht sterben. So. Ganz zärtlich X drücken. Danke. Gut. Das ist nämlich für mich persönlich äußerst wichtig, dass ich den ersten Gegner und überhaupt alle... oh Gott. So ziemlich alle Gegner hier in dem Level erschieße, ohne selbst getroffen zu werden. Also ohne Schaden zu nehmen. Denn... aha. Ihr seht ja, der Level hat noch nicht mal richtig begonnen. Schon geht's hier aufs Heftigste los mit einer ersten richtigen, ganz fiesen Stelle. Bams. Habt ihr gesehen, wie viel Energie ich verloren habe? Der Sprung ist nicht vermeidbar, der Sturz. Ihr müsst da runterfallen. Da hinten kommen sie jetzt natürlich auch. Da hinten kommen sie jetzt natürlich auch. Waren sie, die zwei? Der Rest vom Schützenfest? Da habe ich jetzt auch kurz einen Prozess mit dem M16 gemacht, weil ein Schläger und ein Schütze, kein Bock. Also ihr fallt wirklich von hier oben so krass tief runter. Und wenn ihr das nicht richtig macht, landet ihr sogar hier, wo ich jetzt gerade stehe, statt hier auf der kleinen Erhöhung. Das ist dann quasi Doppelkacke. Aha. Effektive Energie für diesen Level ist dieser Restbalken hier. Das bisschen Drittel Energie, das ich noch habe. Und das bisschen Drittel muss ich mir äußerst gut einteilen. Deshalb mache ich auch sofort, bevor ich hier mit dem Level regulär weitermache, hier diese kleine Wasseraktion. Nachher werde ich nämlich den Level an dieser Stelle hier beenden. Doch vorher... na, da ist der Hebel. So, ich werde die Uzis benutzen. Und ich werde speichern. So, denn jetzt kommt eine Stelle, das ist mal wieder typisch Tomb Raider, weißt du? Da ist ein Level, da kriegst du erstmal voll auf die Fresse, weil du von ganz oben runter springen musst. Dann musst du dich hier, die Szene kommt jetzt, aus dem Wasser rausziehen und drei Leute, zwei davon mit Schussgewehren bewaffnet, empfangen dich hier oben und... ah, einer! Die anderen trollen da hinten irgendwo rum und schießen das Gehirn aus dem Kopf. Der ist weg. Der andere? Okay, Jungs. Ihr könnt mich nicht verarschen. Hier sind immer drei. Oh, der ist auch ganz da hinten. Oh, das ist wirklich ein sehr seltenes Bild für Tomb Raider. Da habe ich ja mal richtig Glück, dass die so weit weg sind. So. Richtig geil. Die drei Gegner problemlos gleich beim ersten Mal erschossen. Das gefällt mir richtig gut. Aha. Also da habe ich richtig Glück gehabt. Ihr seht es auch hier, ein riesengroßer Raum mit ganz komischen Dingen. Ja, um die Feuer, um die dreht sich. Die muss ich nämlich nachher alle drei löschen. Ja, Freunde. Ich werde hier auch den ganzen Level, zumindest den Großteil des Levels, schwer bewaffnet durchjagen. Denn, wie gesagt, ich habe hier nur noch ein Drittel Energie. So. Gehen wir in den ursprünglichen Raum, durch dessen Boden wir gefallen sind, denn das Wrack der Maria Doria liegt auf dem Kopf, wie euch schon aufgefallen sein dürfte. Wir sind hier im Pool, denke ich mal, weil hier ein Sprungbrett ist und so Sachen. So. Auf jeden Fall gibt es hier hinten bei den Liegen ein Geheimnis. Das erste in diesem Level. Ja, Lara. Sind halt noch eine neue Fackel an. Die schmeißen sie immer gern so um die Ecke. Huch! Damit ich den Gangster hier abfangen kann. Ich
glaube, ich hab ich vorhin doch noch mal eine aufs Dach gekriegt, oder kommt mir das nur so vor mit der Energie? Ja, ich glaube, einen einzigen Schuss habe ich kassiert. Also okay, wir lassen es hier runterfallen und nehmen den Steindrache mit. Aha. Ja, jetzt muss ich allerdings einen Speicher machen. Denn sobald ihr den Drache habt, oder ich glaube, sobald ihr hier schon runterfallt, kommt von oben eine neue Schütze. Oh, und ich hab... Oh mein Gott. Ich habe ja mal richtig Glück gehabt eben, dass der mich jetzt nicht getroffen hat. So. Da hat er aber eben verkackt, der Typ. Da hätte er mich locker lässig aus der Hüfte niederballern können. Also wir stehen soweit, huch, ganz gut da, würde ich einfach mal behaupten. Ziemlich viele Gegner schon erledigt. Gut, halt mit schwerem Geschütz, aber das muss so sein. Und nur ein Treffer kassiert. Ich bin ja begeistert, hey, was ist denn los? Sollte ich mal Glück haben in Tomb Raider 2? Das wäre ja mal was ganz Neues. So, Freunde. Ja, gut. Das kleine Kistenrätsel ist ja relativ einfach. Ja. Macht euch gleich die Mühe und schiebt alle Kisten so weit durch, wie es geht. Denn ihr werdet den Platz brauchen. Wo ihr die Kisten hinschieben könnt, da sind keine Gänge oder so. Das ist einfach nur ein leerer Stollen. Fertig. So, es gibt hier nämlich zwei Gänge freizulegen. Nämlich hinter den beiden verbleibenden Kisten ist jeweils ein Gang. So. Hups, da fehlt noch ein Meter. Na komm, Lara. Zopp. Die können wir auch noch rausziehen. Dann drücken wir die durch. Und die Kiste noch. Und dann hätten wir es auch eigentlich schon geschafft. Ja, hier ein Gang und dort ein Gang. Wir nehmen zuerst den blauen. Wir kommen jetzt da vorne in den großen Ballsaal. Und ich bewaffne mich, weil, denn dieser Raum hat auch wieder einige Gegner bereitstehen für mich. So. Normalerweise ist es nicht meine Art, so oft zu speichern, aber in diesem Level. Da darf nichts schief gehen. Wie jetzt. Die Aktion zum Beispiel, die kann ich nämlich direkt nochmal laden. Denn der Schrotflintenschütze hat mir von hinten ein oder zweimal eine reingeschossen. Das geht natürlich nicht. Ja, Lara. Du bist natürlich... Komm, lass dich bams. So. Oh, Knalltüte. Nochmal laden. Vielleicht sollte ich es mit der Schrotflinte... Nee, jetzt habe ich die Uzis draußen. Schrotflinte habe ich kaum noch. Schrotflinte mit zwei Schuss wäre natürlich der Käse gegessen. Aber ich fetze jetzt hier einfach mal durch. Schon ist die Berge schält.